Tulpen, Käse, Grachten. Willkommen in den Niederlanden. Barbara Kalich. Talk um 4. Heute reisen wir in das Land der 1000 Windmühlen und der Kessenholzschuhe und wollen der Frage auf den Grund gehen, ob die Niederländer und die Niederländerinnen wirklich so tolerant, locker, offen und gesellig sind. Herzlich willkommen Ihnen und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Die international erfolgreiche niederländische Sängerin Anna Milva Gomez kennt man aus bekannten Musicals wie Bodyguard, Cats, Mozart, Sister Act. Von ihr werden wir erfahren, was ihr Heimatland so besonders macht. Dass Klischees oft mehr als ein Körnchen Wahrheit enthalten, beweist Tine. Denn sie ist begeisterte Camperin und am liebsten mit ihrem österreichischen Mann im Wohnwagen unterwegs. Immer wenn Piet Hein seine Verwandten besucht, darf beim Rückflug nach Österreich eines auf keinen Fall fehlen: Käse. Außerdem weiß er, dass die Niederländer einen schwarzen Humor haben. Quinten wuchs in den Niederlanden auf und schwärmt noch heute von den Festtagen, die er als Kind miterlebte. Warum gerade Sinterklaas, also Nikolaus, der Höhepunkt des Jahres war, das wird er uns erzählen. Laut Christel sind die Niederländer sehr offen und zugänglich. Sie sagt, daher haben wir große Fenster und die Vorhänge sind kaum zugezogen. So kann jeder immer hinein und herausschauen. Ankelin wanderte 2018 gemeinsam mit ihrem Mann Rüd und Tochter Ella nach Österreich aus und gründete in Graz eine niederländische Schule. Ich muss jetzt eines vorweg sagen, noch nie haben die Gäste so perfekt zu dieser wunderschönen Deko gepasst. Großartig, das Orange, ein Traum, so großartig, ein Wahnsinn. Geht's euch gut? Wir hatten schon vorher wahnsinnig viel Spaß. Darf ich gleich vorneweg fragen, heißt das jetzt Niederlande oder Holland? Niederlande. Aha. Genau. Königreich der Niederlande. Zwei Provinzen sind Südholland und Nordholland. Das ist Rotterdam, Amsterdam, das ist Holland und der Rest ist Niederlande. Gut. Aber ich bin nicht, also wenn ich Holland sage, dann wird mich in Holland niemand irgendwie mit einem Holzschuh erschlagen. Nein. Aber junge Leute gefällt das nicht mehr so. Okay. Früher die ältere Generation, die war das nicht so wichtig. Das war wurscht, ja. Aber die jungen Leute sagen, wir sind aus Niederland, aus den Niederlanden. Und wenn man ein Fußballspiel anschaut, steht auch nicht Holland, Deutschland, sondern Niederlande, Deutschland. Genau. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Also, ja, ja. Ich sage immer Holland. Ja, viel leichter. Viel leichter Niederlande. Weniger Silben auch. Holland. Ja, genau. Einfach so. Holland ist so süß, es ist so lustig. Ja. Genau. Weil du gesagt hast, also wenn irgendein Fußballspiel oder so etwas stattfindet oder wenn überhaupt, dann steht. Und deswegen wird auch noch auch hier in Österreich niederländisch unterrichtet, gell? Ja, genau. Genau. In Graz, in Wien auch, aber niederländische Schule Graz. Und wir haben 18 Kinder ungefähr jetzt. Wir sind angefangen mit mehr Kindern, aber 18 Kinder jetzt. Und ja, muttersprachlicher Unterricht ist ganz wichtig eigentlich. Und wir werden deswegen auch gefördert von den Niederlanden noch, um zu unterrichten. Aber nicht nur Sprache, es ist niederländische Sprache, aber auch die Kultur. Und okay, das ist aber ganz wichtig, weil man sieht schon, es ist eine andere Kultur wie Österreich, obwohl wir beide Europa eigentlich sind. Naja, nicht so. Ein bisschen was ist doch anders. Wir haben keine Königin und keinen König. Genau. Ihr schon. Ja, mhm. Ja. Darum tragen wir alle Orange. Ja, ah, genau. Und ihr habt ein tolles Verhältnis zur Monarchie, nicht? Zu den. Ja. Schon. Königstag, 27. April, ist für die Niederländer in Niederlande ganz, ganz wichtig, aber auch die Niederländer im Ausland. So, genau. Das heißt, wir feiern zum Beispiel auch am 27. April Königstag. Ja. Und mit den Kindern zum Beispiel in die Schule machen wir Königstag, natürlich für den Kulturunterricht, aber auch zum Beispiel die Königsspiele. Und das ist auch ganz wichtig. Das wird in den Niederlanden auch gemacht. Fast jeder Schule macht die Königsspiele. Und das ist wirklich sehr toll, um das mitzugeben an die Kinder hier. Was sieht man denn da auf dem Bild? Das sind
Ah, das ist Königstag, hä? Ja. In Amsterdam. Ja, ja, da fährt ja man mit den, was ist ein Boote oder was ist ja, das? Sind ja, die auf die alles, Karte, was, gell, alles, was treibt. Alles, was treibt. Alles, was treibt. Nur orange. Alles, was treibt. Und alles orange. Und so viel möglich Leute drauf. Genau, ja, so ja, viel wie ja, möglich. Ja, aber die Königsspiele, das ist wirklich die Art holländische, sagt man nicht genau, niederländische, weil das ist von früher die Geschichte, Holland. Und deswegen sagt man ja genau, die richtig holländische Spiele. Aber in ein neuer, wie sagt man das, in ein neuer Form. In neuem Kleid. Es ist ja ein neuer, genau. Aber der König offiziell öffnet ja auch die Königsspiele. Und das, ja, das ist seit 2013, ist er war er Amtsführer, ist er König ja geworden. Und da ist er wirklich angefangen mit den Königsspielen. Und das ist für die Kinder wirklich ganz wichtig am Königstag. Okay. Natürlich auch die Freimarkt. Ja, ja, es ist ein nationaler Feiertag. Jeder hat frei, jeder geht auf die Straße. Genau. Mit Flohmarkt, Flohmarkt, alles Zeug vom ja, Musikkapellen. Ja. Die Schulen machen Spiele. Ich habe zum Beispiel früher mein Fahrrad ganz geschmückt. Ja, ja. Das schönste Rad hat der Preis ja bekommen. Ja. Und bei den Niederländern geht es über Geld. Gell? Also ja, du verkaufst alles. Alles. Ja. Dach und leer, Teppich ja auf der Straße. Also, und alles möglich. Ja. Ja. Früher habe ich auch zum Beispiel Serenades verkauft mit Chöre und so. Was ist im das? Ernst? Ja. Dann stehen wir in einem Kreis und dann stehst ja du in der Mitte und wir singen. Ja. Und die Leute zahlen. Und die Leute zahlen, was sie wollen. Ja. Genau. Was ist Serenades? Das ist genau, Serenades verkaufen mit einem Chor. So singen. Also heißt singen. Das heißt, singen. Serenades. Ja. Ja. Lieder. Ich dachte, das ist was zu essen. Aber Essen ja gibt es auch, gell? Ja. Ja. Ja, das sind dann die orange Kuchen. Ja. Weil auch die Farbe orange, ja, das Tompuse ist ja Königstag. Tompuse, ja. Tompuse. Tompuse. Ja. Was, Tom? Tompuse, das ist wie eine Cremeschnitte. Ja, es blättert wie eine Cremeschnitte und dann oben ist die Glasur orange. Naja, normalerweise ist es rosa und dann ist es orange. Genau. Speziell. Sag, ist das eine wirkliche Haarfarbe, Tine, oder ist es gefärbt? Orange. Das ist jetzt gefärbt, aber für die Sendung. Noch knalliger. Ja. Ich habe immer andere Frisur. Ihr seid sehr lustig und sehr direkt. Ja, stimmt, ja. Das ist typisch holländisch. Ja. Da kann man sehr viele Fehler machen. Wie ich vor gute, es sind jetzt 40 Jahre aus, nach einem kleinen Ort, ich sage nicht wo, aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Die Leute fragen mich, wie schaut denn meine Frisur aus? Und ich habe dann gesagt, na ja, mir gefällt es nicht. Ne? Letztes Mal hat es mir mehr gefallen. Das sagt man nicht in Österreich. In Österreich sagt man, na ja, letztes Mal war es auch schön. Ja, es passt dir schon. Aber das passt schon. Ja. Man umschreibt. Der Holländer ist sehr direkt. Der sagt das. Ja, wir haben so einen Witz. Du kommst vom Friseur. Wann macht er es fertig? Nächstes Mal. Ja, okay, cool. Das ist halt so schön, weil die Holländer nehmen sich eigentlich gar nicht so ernst. Ja, genau. Ja. Das sehr, sehr leichtsinnig. Ja, und das hat alles auch zu tun mit der Du-Kultur und wie sagt man das schnell? Duzen oder was? Wir duzen. Ja, siehst du, wie in der Karlich, also im Talk jetzt. Lange Jahre in der Show, das war auch der Erfolg, weil ich die Gäste geduzt habe. Aha. Na, sicher. Ja. Man kommt viel leichter ins Gespräch, nicht? Ja. Also, wenn man auch Urlaub macht in den Niederlanden, ist man ja in Holland. Ja, in Holland. Dann kommt man sehr, oder man muss es anders sagen, die Niederländer, die Holländerinnen sind sehr beliebt auf der ganzen Welt. Stimmt. Also wurscht auf welchem Campingplatz, in Italien, Kroatien, beim Skifahren. Ja. Die quatschen nicht einfach voll. Aber warum beim Skifahren? Ich weiß es nicht, warum. Sind sie schneller betrunken, wissen Sie das? Du, jetzt ist sie per Se mit mir. Du, weißt warum? Warum sie schneller betrunken sind? Nein, in Holland hat man nicht mehr Alkohol wie 35%. Ja? Also so 60, 80, der Ablauf oder 40% gibt es in Holland nicht. Ja? Neben dem Supermarkt ist es Leiterei, sagen wir. Da kann man dann die Schnäpse kaufen, aber es ist alles bis 35%. Jetzt stellen Sie sich vor, die gehen Skifahren, oben trinken sie ein paar auf der Hütte, sie kennen das nicht, und dann wageln sie so. Ja. Aber ihr seid überall so beliebt. Woher kommt das Gefinden? Keine Ahnung. Ja, ich glaube einfach in gewissem Maße die Ehrlichkeit. Ich glaube, am Anfang sind die Leute immer abgeschreckt, wenn man so ehrlich ist oder direkt. Und dann irgendwann
wenn eine Freundschaft entsteht, dann lernen die das zu schätzen, glaube ich. Also das ist, und ich glaube auch, weil es uns wurscht ist, ehrlich gesagt. Ja. Wenn jemand das nicht mag, wir kommen, wir haben unseren Spaß. Wenn jetzt jemand das nicht mag, dann ist das sein Problem, nicht unser. Ja. Wir haben unseren Spaß. Bist du ein echter Holländer? Nein, ich bin ein falscher Holländer. Nein, ich bin in der Schweiz geboren, bin dann aber, wo ich 5 Jahre alt war, nach Holland gezogen und habe dort die Volksschule gemacht. Mein Vater ist Holländer, Mutter war Schweizerin. Und ja, also meine Jugend bin ich schon aufgewachsen. Und die Mama ist auch so direkt? Ja, also nicht so, weil sie ist ja Schweizerin oder war Schweizerin, ist schon leider verstorben. Sie ist neutral. Ja, wie immer, die Schweizer sind immer neutral. Sehr lustig, Anna. Und ja, also ich bin schon in dem Sinne ein Holländer. Also wenn es geht um bestimmte Sachen, vor allem vom Humor und das Direkte und das Ehrliche, da bin ich schon sehr. Und wieso, das ist die Frage, geht jetzt dann an alle, wann und wieso seid ihr nach Österreich gekommen? Fang du mal an. Die ehemalige Liebe. Deswegen bin ich nach Österreich gekommen, genau. Ja. Also, und kennengelernt in Österreich? Nein, in der Schweiz. Aha, beim Skifahren oder was? Nein, in der Schule eigentlich, also Uni dann, ja. Und wohin nach Österreich dann? Wien. Ja? Ja, Wien. Und dann bist du geblieben? Ja, also bis vor letzten Jahr. Also da bin ich dann, jetzt wohne ich in Hollabrunn, aber ich habe dann immer in Wien gewohnt. Holla ist dabei, ne? Holland, ja. Hollabrunn, das passt. Das ist auch in der Nähe von der Windmühle. Weil oben bei Retz gibt es ja auch eine Windmühle. Ja, auch, genau. Also, ja. Wie zu Hause. Ja, wie zu Hause, ja. Ankelin, wieso bist du gekommen? Ich bin aufgewachsen in den Niederlanden und vor 6 Jahren hierher gekommen, weil mein Oma ist vom Demmerkogel Südsteiermark. Und, von wo ist sie? Von der Demmerkogel. Das ist ein schöner Ort mit Buschenschanken und. Südoststeiermark oder was? Nee, eher Südsteiermark. Südsteiermark, okay. Ja, Südsteiermark. Mhm. Ja, und deswegen eigentlich, die Familie wohnt noch dort. Mhm. Und meine Mutter ist auch schon lange hier mit meinem Vater, holländischer Vater. Und deswegen sind wir hierher wieder gezogen. Eigentlich wollte mein Mann auch sehr gerne, weil es hier einfach. Ja, es ist hier ruhig, es ist hier back ganz schön. Back to the roots. Das auch, aber auch, weil das Land halt mehr Platz hat irgendwie zum Wohnen. Schöne Aussichten. In den Niederlanden ist alles flach. Mhm. So, das heißt, man schaut zu den Nachbarn rein und schaut, was die essen am Tisch. Ohne Vorhänge. Ja. Man schaut wirklich einfach zum Nachbarn hinüber. Und ja, weißt, und das, man hat hier Platz, man hat hier Lebensraum und die Natur ist natürlich sehr schön. Und deswegen kommen die Niederländer gerne hier nach Österreich, weil es hier noch eine schöne Natur gibt. Es ist pur hier. Und in den Niederlanden ist es halt, es ist halt voll. 18 Millionen Leute auf ungefähr ein Drittel, glaube ich, von Österreich, gell, die Fläche. So, das heißt, das Doppelte an Leute wie in Österreich. Aber die meisten wohnen in der Randstadt. Ja. In Amsterdam. Und die Polders, die sind fast leer. Oder wenn man Friesland, meine Eltern sind Friesen, da kennt es nicht, dass das so voll ist. Voll ist in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Tot Hilversum, da haben Lelystad, da sind die Leute. Genau. Ja. Aber es ist schön gemütlich. Es ist halb so klein und doppelt so viele Menschen. Genau. Genau. So kann man es merken. So. Genau. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin geboren im Osten von den Niederlanden, Winterswijk. Mhm. Da kommen die Holzschuhe auch her, natürlich. Ja, aber das hat zum Beispiel, ein kleiner Ort, aber hat schon 30.000 Einwohner. So, nur zum Schätzen. Und wie zu Rotterdam sagt man ja Manhattan an der Maas. Genau. Ja, genau. Wir haben einen Ausspruch, das hat mein Vater gesagt voriges Jahr. Ich war mit meinem 40. Geburtstag in Rotterdam feiern mit Freunden aus Österreich. Das war sehr cool, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und mein Vater hat gesagt: In Rotterdam wird es verdient, in Den Haag wird es verteilt und in Amsterdam wird es ausgegeben. Wow. So ist es. Was hast du da auf deinem Hemd? Das? Nein, Hemd. Oh, Federn. Federn sind das. Das ist Mode aus Rotterdam.
Aha. Nee, aber deine Socken, ne? Oh, meine Socken. Socken. Ja. Ja. Ah, ich habe es in Turnschuhe. Ja, Turnschuhe. Ja. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, wie genau. Süß. Holländische, das heißt, ein bisschen Holland ist immer irgendwie mit. Ja. Immer irgendwie. Ja. Wieso bist denn du gekommen? Ja, die ehemalige Liebe. Oh, 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 nein. Nein. Ja. Was machen die Männer? Was machen die Männer? Und quasi und weg ist sie. Sie ist weg, ja, schon ja. 9 Jahre. Okay. Also, nein, und nichts Neues nachgekommen? Nein. Naja. Nein. Nein. Okay. Ja, nein, wir haben uns in Holland kennengelernt. Aha. Sie war damals auch wegen der Liebe umgezogen nach Holland. Mhm. Das ist aber auch schief gegangen. Dann bin ich da so reingekommen, bin ich reingelaufen eigentlich. Ja, und gesagt, ja. Hey, I like you, komm. Und dann, sie hat eigentlich schon Heimweh, wenn wir zusammen waren. Und dann ist sie nach Österreich zurückgezogen und habe ich gesagt, ich komme nach. Oh, das ist aber sehr lieb. Ja. Und jetzt bist du noch da. Aber geblieben. Und jetzt bin ich noch da, ja. Und bist du offen für Neues? Sicher. Weil ich meine, sehr gefragt, die Holländischen oder die Niederländischen. Ja, stimmt eigentlich. Aber die Österreicher. Nein, darf ich nicht sagen. Was ist mit den Österreichern? Nichts. Ja, ich bin sicher offen, ja. Okay, okay. Ja. Und Quinten ist in einer Beziehung? Nein. Nein. Also auch zu haben. Ja. Oh. Was ist mit Anna? Oh. Ich bin auch Single. Aha. Nein. Ich bin in 2011 bin ich hierher gekommen für eine Produktion, Sister Act, das Musical. Und das war eigentlich nur für ein Jahr geplant. Mhm. Aber ich bin immer noch hier. Das es lief echt, einfach gut, ja. Und jetzt. Wir geben dich auch nicht mehr her, meine Liebe. Ich will auch nicht, ja. Du bleibst schön ja, hier. Ich bin wirklich jetzt eine Wahlwienerin geworden und es gefällt mir super hier. Und eigentlich muss man sagen, du bist ja auch nicht in, also deine Eltern kamen aus... Aus den Kapverden. Kapverden? Ja, meine Eltern. Italien, ne? Ja, also meine Eltern sind auf die Kapverden geboren. Mhm. Und mein Vater ist mit einem Schiff nach Portugal gezogen. Oder der hat gearbeitet auf dem Schiff und ist in Portugal gelandet. Meine Mom ist auch über die Kapverden nach Portugal und dann nach Italien. Und ihre beste Freundin ist meine Tante. Mein Vater hat sie dann besucht. Da sind die in love. Und da sind die gemeinsam nach Holland gezogen für einen Job. Aber wie ist das so ein Job? Okay. Ja. Und dann ein Jahr später kam ich. Und du bist in Holland groß geworden? Ich bin in Holland geboren, groß geworden. Ja, ja, ich bin auch wirklich, ich bin eine Holländerin. Natürlich schaue ich auch ein bisschen anders aus, gell? Ja. Aber ich bin Holländerin mit kapverdischer Wurzel und jetzt eine Wahlwienerin. Naja, ich glaube, das, was euch ausmacht, ist, ihr reist gerne auch der Arbeit nach. Mhm. Ja, ja. Also, das ist nicht so. Ja. Haus bauen, bleiben, ein Leben lang. Dass sie da ist in Österreich, das ist ganz, für mich war das ganz... Seine Eltern haben das Haus gebaut und das ist halt ein Haus. Genau. Das gibt es in Holland nicht. Wenn ich in Holland ein Haus habe, was ist wichtiger, ist die Familie, ja. Die Freunde. Genau. Und dann ziehe ich halt, mein Papa ist dann von Rotterdam nach Ulf gezogen, in der Nähe von Gelderland. Ja, genau. Da habe ich 10 Jahre gewohnt. Dann sind wir nach Friesland gezogen, weil sie waren Friesen. Ja. Und wo der Arbeit ist, fahrt man hin. Ja. Ja. Naja, und ja, das durchschnittlich ist, wird 7-mal in den Niederlanden, 7-mal im Leben übersiedelt. Das ist durchschnittlich. Ja, innerhalb in einem zwei Leben, Straßen ja? Weg. Okay. Ja. Ja. Aber meistens, weil man größer wohnen oder will oder weil man einen Garten möchte. Oder, weil man, oder mehr Sonnenschein. Das, das ist mir auch aufgefallen. Dann geht man raus aus den Niederlanden, weil Sonne gibt es nicht so viel. Nein, leider. Ja, das ist echt, was wir sagen. Da wird in Österreich wird zusammengehockt. Mhm. Familie bei Familie. Mhm. Und manche verstehen uns auch nicht. Dann sagen sie, ja, du gehst und du gehst dahin und du gehst auf Reisen oder du ziehst um. Und mit den Kindern in Österreich. Das ist nicht schlecht gemeint, aber die bauen oder eine Etage beim Haus drauf, das bleibt das billige zusammen. Das, aber das möchten wir nicht. Das reislustiger, aber auch das weg. Ja. Moment, neue Erfahrungen. Reicht es, du hast andere Arbeit gefunden, du ziehst das um. Wieso bist du weggezogen von Holland? Oder das war mein Traum. Österreich? Als Kind schon. Österreich? Österreich. Ja. Ich habe immer von Österreich geredet. Da war ich mit der Papa, Mama in der Ferien und meine Schwester auch. Bergen, sie hat schon geredet vom Flachland. Und die Berge waren echt für mich
Und ja, einen Moment doch entschieden, ein bisschen mit dem Rundgang gemacht in Europa. Mhm. Aber einen Moment habe ich gesagt, und jetzt wird es Österreich. Und ja, nicht wegen der Liebe, Partner schon in Österreich, aber es war mein Traum von Kind. Und das wollte ich machen und ich habe das gemacht. Das ist unglaublich und wahnsinnig interessant, weil wenn man das Flache gewohnt ist, da sagen viele Menschen dann, die Berge sind so mächtig, die erdrücken dich. Ja. Oder, Anna? Ja, also schon. Ich war denn das erste Mal in Innsbruck. Und schon mal reinfliegen, das ist schon, muss man schon ein bisschen schlucken. Also ich bin es einfach nicht gewohnt. Für mich war die Marienhilferstraße schon, weißt du, das war schon eine Erhebung. Also das ist man nicht gewohnt, aber genau wie du gesagt hast, es ist wirklich so mächtig, es ist so schön, das kennt man einfach nicht. Und das ist einfach... Ich war zum ersten Mal auf dem Berg. Ich war in Tirol auch. Und ich so, meine Güte. Ja, in Holland ist der höchste Berg, ist der Pfalzer Berg, der ist in Limburg. Ja. Der ist 333 Meter hoch. Na, das ist ein Witz. Nein, 321. 331 steht aber dort. Berg, ja. Aber das ist gegen die Berge hier, das ist ein Witz. Wo bist du groß geworden? Ich bin in Den Haag groß geworden. Ein Haagenees, sagt man. Also schon in der Großstadt mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen, ganz viele Leute aus Suriname, aus Curaçao, also der Karibik, Pakistanis, Hindus, Juden, Moslems, alles durcheinander. Ja. Und das macht Holland auch so schön, dass es so Multikulti ist und dass wir wirklich gut miteinander können. Natürlich gibt es auch Probleme hier und da, das ist es natürlich überall, aber grundsätzlich in meiner Schule gab es so viele unterschiedliche Leute und du lernst so viel über unterschiedliche Kulturen und ich habe auch öfters mitgefeiert, habe ich Ramadan versucht, aber dann auch mitgefeiert, das Zuckerfest zum Beispiel, die Farbenfeste von der Hindus mitten in der Stadt, dass man sich anfärbt, das ist einfach Holi-Fest. Hollandfest. Vielleicht hat das auch mit der Öffentlichkeit von Holländern zu tun, dass man auch in Rotterdam so viele Nationalitäten hat. Ja. Du wirst jeden Tag, täglich wirst du damit konfrontiert. Ja. Mhm. Und du hast eigentlich keine Wahl, es ist so. Ja. Sei wie du bist. Und das finde ich schön. Ja. Das ist auch wirklich schön an Holland. Mhm. Offen und akzeptabel. Also du Rotterdam, und hat Quinten schon gesagt, wo er groß geworden ist? Nein, in der Provinz Overijssel. das ist an der deutschen Grenze. Ja. Also Inland, man sagt auch dort Platterland. Also Flachland. Flachland, ja. Platt, ne? Also es ist dort alles Bauern, Bauernfelder. Ja. Naja, und ihr habt halt diese Weite für die Tulpen. Ne? Ja, wir haben drei Gegenden in Holland. Ja. Also in Nordholland, also da ist von oberhalb von, wie soll ich sagen, bei Den Haag, Leiden, geht es los bis Lisse, und Haarlem, das ist die erste Gegend. Da ist der Kökenhof. Da fahren viele Touristen hin. Ich fahre heuer mal hin, das ist mir mein Mann zeigt. Viele Holländer haben das noch nie gesehen. Es kommen tausende Touristen. Ich auch, die Tulpenfelder, wo man Fahrrad fährt auch, gell? Ja. Das ist aber die kleine. Dann ganz oben bei den Helden, da gibt es auch die Tulpenfelder. Das ist oberhalb von Amsterdam. Aber die größte ist in die Polder, die neue Polder. Wir haben zwei Polders angelegt. Der Polder ist ein Land, was früher nicht war. Wie ich Kind war mit 10 Jahren, ist es eröffnet worden. Und seit 2 Jahren haben wir im Markermeer wieder neue Inseln, wo wirklich die Leute noch gar nicht wohnen. Wir dann aber jeden Tag pumpen. Und wenn sie nicht pumpen, wurdet das wieder Wasser. Wir sind 6,7 Meter unten, drunter, und in der Mitte nach Schiphol sind wir so ungefähr um die 4-5 Meter unter dem Meeresspiegel. Und was wir auf die Teiche haben, sind sehr viele Schafe. Darum gibt es nicht nur die eine Käse, es gibt auch viel Schafkäse. Weide sind unsere Gratis. Wir sagen, What? Gratis. Mehr.
den Käseland. Die nähen alle da gratis, gell? Und weil das kann man nicht gemacht, die Teiche. Ja? Ja. Das ist alles neue Information für mich übrigens. Ja, das ist so, ja. Wann blühen die Tulpen? Im Frühling fährt man. Und dann ist auch nur die paar Wochen den Kökenhof offen, wo es blühen. Genau. Ja. Wieso sind die, wieso wachsen die Tulpen gerade bei euch so gut? Weil der Boden ist ein sandiger. Ja? Aha. Und die erste Tulpe ist 1600 von der Türkei nach Holland gekommen. Okay. Und die, nach 1640 ungefähr war die Tulpe so viel wert wie mehrere Häuser. Genau. Reiche Häuser. Ja. Dann ist versteigert worden und dann ist der Bankrott gekommen. Aha, okay. Mhm. Man hat ja bezahlt eben, das war ja wie ein Geldmittel. Ja, das war sehr viel wert. Ja. Die Tulpe war immer, und das ist auch das Wahrzeichen von Holland. Ich weiß, ja. Leute, ich lerne so viel heute. Ja, schau. Wir kommen aus der Türkei. Wir haben es zugeeignet. Ja, genau. Viele andere Sachen. So wie immer, ja. Wir machen es so. Also Tulpen, das ist Windmühlen, dann diese Schuhe. Ich meine, ich habe sie ja probiert. Bequem, Ankelin, sind Sie ja nicht, oder? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich gehe auch nicht damit. Das ist nur zum Früher habe ich das darauf gelaufen, gell? Wirklich? Ja, ich auch. Mein Mann geht heute noch damit. Ich war am Bauernhof, bin ich damit gegangen. Wirklich? Ja. Ich nicht. Ja. Ja, da gehen noch immer Leute mit, gell? Aber die sind auch schon bequemer gemacht, weil das sind richtig von Holz, aber da gibt es jetzt auch schon, die haben Leder da oben. Und nur so Holz. Ja, das sind die modernen. Aber früher war das so, weil früher war auch viel mit dem Campingplatz oder mit dem Zelt waren wir unterwegs. Weil ja, das machen viele Holländer, die gehen auch mit dem Wohnwagen oder mit dem Zelt. Ja. Und früher war das so. Und dann ist das Gras ist noch nass in der Früh. Und wir als Kinder hatten solche Schuhe. Ja, sicher, aber das ist ja praktisch. Ich kann lange nicht mehr rot. Und dann kommst du in der Früh auf die Toilette durch dem Gras. Und jetzt haben wir ein Loch da reingebohrt, gell? Ja. Hängen wir hier runter für Blumen. Ein Loch. Hängen wir auf. Hier noch ein Ding mit der Nadel. Hängen wir auf und dann mit Blumen. Ja, so Blumen. Tulpen rein. Ja, Geraniums oder so. Geraniums. Ja. Ganz Holland in eine Klumpe. So. Ja. Hast du auch welche? Anna? Ich habe, keine. Aber ich habe früher darauf getanzt. Also es gab so eine Dinnershow und es war eine Reise durch die ganze Welt und da haben wir angefangen in Amerika, dann sind wir weitergegangen nach Asien und haben wir, sind wir geendet in Holland und da gab es so ein, kennt ihr das noch, yo, ready for this, das war so ein Hip-Hop-Song damals aus Too Unlimited. 90er. Too Unlimited, ja, das war ein holländisches Lied. Ja, genau, das sind Holländer, genau. Und da gab es so eine Gruppe, eine Tanzgruppe und da haben wir immer so in Hotels diese Shows gemacht und da gab es so ein Stück, wo wir denn in Holland waren und dann haben wir auf Too Unlimited mit diesen Holzschuhen. So. Das war laut, aber sehr, sehr cool. Na gut, tanzen kannst du ja wirklich gut. Ein bisschen. Ich meine, du hättest fast gewonnen, Dancing Stars. Fast, Leute. Oh. Wer war denn damals? Anna, wer hat gewonnen damals in der Staffel? Das war der Martin. Martin Ferdini hat gewonnen. Ja, der hat gewonnen. Der war auch super. Der hat es wirklich gut gemacht. Aber das hat ein bisschen wehgetan. Das glaube ich. Ja. Hast du hier mitgemacht? Ja, das hat wehgetan. Hast du hier mitgemacht? Dancing Stars 2017. Cool. Du wolltest immer Musical-Star werden oder ist das so passiert? Nein, ich wollte die Background-Tänzerin werden von Janet Jackson. So hat es angefangen, ja. Und da gab es eine Schule in Amsterdam, die Lucia Matas Dance-Akademie. Und ich wollte unbedingt dorthin. Aber es war halt eine Musical-Theaterschule. Und da dachte ich, naja, da muss ich ein bisschen singen, ein bisschen Schauspiel. Das geht dann auch noch, ja. Weil danach war der Plan, ich mache das fertig und dann gehe ich nach New York. Das war der Plan. Und ich habe die Schule fertig gemacht, habe ein bisschen singen gelernt, ein bisschen Schauspiel. Und dann mussten wir vorsingen und vortanzen für unterschiedliche Shows. Und mein erster Job war sofort in Deutschland. Das war AIDA, das Musical.
Und da habe ich gedacht, na, dann warte ich noch mal kurz. Dann gehe ich nächstes Jahr nach New York. Aber dann kam wieder ein Job und wieder ein Job und wieder. Und ja, Janet wartet immer noch. Sorry, Janet. Bald bin ich da. Aber du bist auch unter die Autorinnen gegangen? Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Genau, genau. Was da wie heißt? Look at me, ein schwarzes Mädchen in einer weißen Welt. Wow. In Wien ist sicher eine weiße Welt, oder? Ja, na Holland auch natürlich. Damals vor naja, 40 Jahren, 30, 40 Jahren, war ich das einzige schwarze Mädel in meiner Klasse zum Beispiel. In der Gegend schon, aber das ist denn, das hat sich dann langsam verändert. Und jetzt, wo ich hier bin und ich natürlich eine Tochter habe, und es ist eigentlich ziemlich parallel. Also das ist dann schon interessant zu sehen, wie sie damit umgeht oder wie ich auch als Mom damit umgehe. Und ich dachte, naja, mache ich eine schöne Kombination, über meine Karriere ein bisschen plaudern und auch, wie es ist, eine schwarze Frau in einer weißen Gesellschaft zu sein. Ich bin in Holland aufgewachsen und es ist einfach toll, wie Leute miteinander umgehen. Auch diese Einstellung. Genau. Gehört auch hier, finde ich. Richtig. Mhm. Und auch das Essen zum Beispiel. Es wäre ja wahnsinnig fad, würden wir nur hier, weiß ich nicht, Schnitzel und Kaiserschmarrn essen und hätten nicht die mexikanische, die italienische, die weiß ich nicht, chinesische, was nicht auch alles. Ja. Und die holländische Küche. Genau, genau. Was habt ihr denn, Angeline? So ja, alles. Fisch, aber das mag ich nicht so gern. Stamppot. Aber wenn ich zu den Niederlanden komme, als Erste esse ich ein Frikandel-Special. Ja! Yes. Yes. Ja. Yes. Ich auch, aus der Mauer. Aus der Mauer. Von der Schmüllers auf Rotterdamse Trau. Ja, genau. Wir haben die Snackwand, die Snackmauer. Das sind so kleine Fenster. Das ist eine Riesenwand, kleine Fenster. Da hinten wird es warm gehalten und das gibt dann Snacks da hinten. Also kann ein Burger sein, kann ein Frikandel, Kroket. Du gibst einen Euro rein, und dann mach die Tür offen. Ja. Und der Bitterballer. Ja, das ist mein Ding. Das ist dein Ding, gell? Also Frikandel war lustigerweise nie so mein... Ach. Mein Bruder zum Beispiel, der liebt Frikandel, aber ich war immer so der Bitterball. Was ist Bitterball, Quinten? Das ist alles mit Senf. Ist so ein Fleischragout ist drinnen. Ja, kleine Blöcke. Es gibt verschiedene Sorten. Ich mag die mit Rinderragout am meisten. Und es ist ein Snack. Es ist so Fingerfood. Paniert. Mit Senf. Ja. Und alles frittiert. Das ist alles frittiert. Der Frikandel ist auch frittiert. Ihr habt viel frittiert. Und da gehört natürlich ein Bier dazu. Mhm. Ja. In der Früh schon? It's the best. Nein, es ist so ein eigener Borrel. Das ist ein Snack. Auf dem Borrel. Und das ist ein Borrel. Das ist ein Borrel. Weißt du, das ist auch wieder typisch holländisch. Weil die Gemütlichkeit. Und so am Nachmittag, Bitterballen sind typisch für Nachmittag. Da machen wir so ein kleines Getränk, ein Aperitif vor dem Essen, ein Weißwein oder ein Bier oder weiß was. Und dann mit den Bitterballen. Aha. Oder ein Würstel oder einen Käse. Das ist vor dem Essen, das ist echt typisch, ein auch Snack wieder holländisch, das Gemütliche zusammen. Vor dem Essen eine Kleinigkeit oder mit Nüssen, etwas zum Knappen. Und dann geht man essen. Ja, ich kann mich noch erinnern, als Kind, ich kam zu Hause von der Schule, dann um 4 Uhr Tee mit einem Keks, Hausaufgaben machen, dann um 5 wieder was trinken, dann um 7 essen, dann um 8 wieder Tee. Oder Kaffee. Oh mein Gott. Oder Kaffee, Die Holländer, also in Nederland ist es so, am Abend ist viel länger hell. Also bei uns ist im Sommer bis 11 Uhr ist hell. Genau. Ja? Weil ihr keine Berge habt. Die Leute gehen viel später ins Bett. Mhm. Wir stehen aber auch später auf. Die Schule geht vor 8:30, nicht in die Volksschule. Ich ziehe in die Niederlande. Und 9 ist die höhere Schule. Der Bäcker fängt um 7:30 an, die Geschäfte um 9 Uhr. Jetzt ist das Ganze viel später. Leute. Aber warte, wir haben auch meistens später offen. Ja, wir haben. Das ist meine Frustration. In Wien, Supermärkten, die um 7:30 schließen. Ja gut, aber in Holland geht es zu weit. In Holland geht es zu weit. Ich meine, wir haben jetzt schon bis 4. Ja, genau. Meine Mutter hat damals gesagt, das kann nicht sein, dass unser Sohn mit seiner schweren Schultasche, weil das gibt es in Holland auch nicht, in der Volksschule, wir haben ab 4 Kindergarten, da muss man gehen, das ist Pflicht, bis 6. Dann haben wir Volksschule, lagere School, sagen wir, bis 12. Und in der Zeit haben wir fast nie Hausübung. So eine schwere Tasche haben wir nicht.
Mein Enkelin habe ich jetzt die Tasche bekommen. Da denke ich, oh Gott, wie das war. Ja. Das kommt, wenn die Schule ist auch viel länger offen. Wir haben viel länger offen. Ja. Genau. Wir haben bis halb vier offen. Dann gehen wir heim und sind fertig. Ja. Ja. Die Eltern dann nie mit uns Ausübung machen, das kennen sie nicht. Nein, das kam erst viel später. Kam erst auf Mittelschule, ab 12. Naja, und was noch ein Unterschied auch ist, ist die Ferienzeit. Hier in Österreich sind viel mehr Ferien als in den Niederlanden. Ja. In den Niederlanden, ich habe es ausgerechnet, ist ungefähr 5 Wochen mehr Schule als in Österreich. Ja. Und was immer so erstaunt ist, dass Niederländerinnen wahnsinnig gut Deutsch und Englisch können. Weißt du wieso? Ja? Weil wir, wenn wir Fernsehen tun, dann ist nur Niederländisch die Werbung, die Show von der Barbara Kali am Fernsehen, ja? Weil das ist alles Niederländisch. Sobald ich Tatort anschaue, muss ich lesen. Wir können ganz schnell lesen, durch das wir immer lesen. Und wenn wir Deutschland einen Film anschauen vom Tatort, dann ist das alles auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Amerikanisch. Jetzt hören wir immer Sprachen von klein auf. Ja. Genau. Es ist nicht nachsynchronisiert. Das wollte ich gerade sagen. Wir haben Übersetzung. Wir haben Untertitel. Also englische Filme sind englisch fertig. Es ist auch wirklich ein what's the word for it? Achievement. Eine Leistung. Ich kann mich noch erinnern als Kind, dass ich schnell genug lesen kann, dass ich die Untertitel folgen kann, dass ich das Ganze lesen kann, bevor es weg ist. Das ist wirklich eine Leistung als Kind. Ja. Ah, ich kann es endlich. Genau. Und du unterrichtest auch Englisch oder von der englischen Schule? Englisch. Es ist meine Schule hier in Wien. Was heißt deine Schule? Genau. Aber ich habe das, es ist ein Geschäft, English for Children, das ist wirklich cool. Das ist gegründet durch Maurice PC, der hat auch die Vienna International School gegründet. Und das war so ein Schwestergeschäft. Und ich habe das Geschäft, hat Native Speaker English und wir schicken Native Speakers in die Schule und unterrichten Englisch dort. Und da haben wir Sommercamps. Wo ist die Schule? Es ist überall. Also wir kommen zu dir. Wie bitte? Also ich habe kein Gebäude, ich habe Lehrer und wir schicken die Lehrer in die Schule. Das ist cool. Also wir sind vor Ort. Also ich dachte nach Hause und das Kind muss nicht aufstehen. Nein, ich bin einfach so. Kann im Bett liegen bleiben, ja? Ja, genau. Nein, ich habe Lehrer und die schicke ich in der Schule. Also das ist cool. Überall. Wie alt ist deine Tochter? Sie ist 4. Ach, also da hast du noch. Kindergarten machen wir auch. Und was ihr natürlich auch habt im Gegensatz zu Österreich, es ist zwar ein bisschen im Kommen, aber man wird wahrscheinlich wenige Kinder sehen, die mit dem Bus fahren oder die mit dem Auto gebracht werden. Nein. Man geht mit dem Pferd, mit dem Fahrrad. Immer. Ich war es, glaube ich, 7, als ich das erste Mal in eine Gruppe mit anderen Kindern, ein Treffpunkt und dann nach der Schule. Ich bin auch ganz früh alleine. Ja, ich auch. Ja. Ich war mit 6 bei jedem Wetter. 4 Kilometer. Egal. Mit 12, 15 Kilometer jeden Tag. 15 hin, 15 zurück. Ja, und der Wind geht. Und ich vermute, dass wir euch immer der Wind. Aber das ist doch Wind. Dann fährst du hin und hast Wind ins Gesicht. Und dann sagst du, dass ich nach Hause fahre, dann habe ich immer Rücken. Nein, das geht nicht. Aber auch wenn es regnet, fahren wir Fahrrad. Sogar im Schnee. Sogar im Winter im Schnee. Das ist durch Wetter und Wind. Ihr habt viele Regenmäntel oder Kapuze und so. Ja. Ja, und wenn Leute in Wien sagen, Wien ist so windig, dann denke ich immer. Witzig. Was ist denn die, was ist Stroopwafels? Das kaufst du am Markt, das sind Waffeln, Karamell drauf. Warum isst man die? Sehr gut. Und wessen Lieblingsspeise ist Erbsensuppe? Das isst man aufs Eis beim Flitschen mag, also es eigentlich ist du. Meine Oma. Ich liebe holländische Erbsensuppe. Ist geil. Es ist wirklich... Aber es sind so viele unterschiedliche. So beispielsweise so Snert. Das ist so dieser... Heißt es eigentlich. Ja, so heißt es, aber ich weiß, früher in meiner Jugend, ein guter Schulfreund von mir, sein Vater, wenn der Snert gemacht hat, hat es wirklich sehr dick eingekocht. Und das war so dick... Da hast du den Löffel nehmen können, wenn es den Löffel reinsteckt, ist er so geblieben. Die Erdäpfelpüree fast. Noch schlimmer. Das ist wirklich nicht zu genießen. Also, es ist eigentlich eine Mahlzeit.
So eine Suppe ist nicht eine Vorspeise. Nein. Es ist eine Mahlzeit mit Wurst und Speck. Ja. Es ist sehr deftig. Ein Stück Roggenbrot dazu. Ja, genau. Und das ist Roggenbrot. Roggenbrot. Ja. Ja. Aber sehr dunkles Brot. Ja. Und das ist auch bei die, so mit bei den Italienern. Also die besten besten Erbsensuppe ist von Oma. Mhm. Immer, oder? Du, Piet, und was ist Burenkohl? Burenkohl? Ja, Burenkohl. Also, es ist, das ist so Grünkohl eigentlich. Ja, es ist groß. Das gibt auch wieder viele verschiedene Arten von. Ja. Du kannst die Burenkohl. Nein, das muss gekocht werden. Gell? Sorry, I'm thinking about Andaisi. Aber es ist mit Rauchwurst. Ja. Das ist sehr wichtig. Okay, viel Fleisch, ja. Und mit Speck, und mit Speck, Knoblauch, und mit Zucker. Aber ihr esst viel Fleisch, oder? Ja. Ganz vegetarisch, ja. Viel Fleisch. Ja. Nein, Fleisch. Ja. Okay. Ja. Und was ist ein Stamppot? Stamppot ist das. Das ist alles. Ja. Alles. Karotten, ja. Erdäpfel, okay. Zwiebeln. Und da wird auch gestampft. Ja. Ja, und dann im Ofen. Aber entschuldige, was ist das, was du zerstampfst irgendwas? Ein Bracki. Ein Bracki. Dein Gabel so, es ist ja. Das kann man quasi immer essen, auch wenn die Zähne ausfallen. Ja, genau. Ja, genau. Es schaut furchtbar aus, aber es schmeckt sehr gut. Also die Holländer, also vor allem am Land, die bracken sehr gerne. Und was typisch holländisch ist, ist, dass alles, was hier jetzt gesagt ist, dass man das hier in Österreich kaufen kann, aber nicht im normalen Geschäft. Aber da kommt dann jemand vorbei aus den Niederlanden, die kauft es ein, geht mit einem Wagen und dann meldet er sich, ich bin wieder da und kommt die Sachen bringen zu die Niederländer hier in Österreich. Das ist super. Das ist auch so holländisch, dass du deine eigene, das eigene Essen mitnimmst auf Urlaub. Ja, genau. In der Kasse mit und alles. Das mache ich jetzt wieder nicht. Der Haferslag in der Binderkasse mitnehmen. Was typisch holländisch ist, bei uns gibt es in Leeuwarden zum Beispiel gibt's ein Schiff und es gibt viele Gasthäuser, das ist mit Palatschinken. Das ist aber nicht so wie in Österreich, sondern die sind so groß wie Pizza. Und da kann man scharf essen oder süß wie Krebs, essen. Wie die Krebs. Und da war ich mit meiner Schwägerin, sie muss mich verzeihen, waren wir in Leeuwarden. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was so gut ist? Bei mir haben sie ja auch einmal in der Reisen gehabt. Hab ich gesagt, du musst unbedingt Burenjonges essen. Dann ist das gekommen. Da ist Schnaps drin. Das ist so viel Schnaps, das dampft schon in der Höhe. Das haben wir dann zu viert ein bisschen gegessen. Das kannst du nicht essen. Auch sowas habe ich auch noch nie gehört. Ja? Nein. Ja? Ich wollte nach Hause gehen. Ja. Was noch mehr wissen, als du je gewusst hast. Du was auch, Entschuldigung. Weil sie redet noch vom Essen. Und das ist auch wie noch typisch etwas holländisch, was wir auf dem Brot legen. Mhm. Ja. Wir haben Boterhammer, ein Stück Brot, eine Scheibe Brot, das heißt bei uns ein Boterham. Ja. Und das geht mit Butter drauf. Dann haben wir ein riesen Shell voll im Geschäft, mit was man auf dem Brot machen kann, legen kann. Hagelslag, gekleurde Hagelslag, Flocken. Pindakaas, chocoladepasta. Wie is er niet groot te horen? Gekleurde muizen. Ja. Wat is dat alles? Alles zuur. Zuurzaak. Frisch Schokoladenstreusel. Das ist wie in der Früh. Anis, alles. Das esst ihr in der Früh, oder was? Ja. Das nehme ich mir auch mit. Wenn ein Kind geboren ist, zum Beispiel, hast du bestreut. Das sind so kleine, runde Kekse. Ja. Und dann, wenn du einen Bub bekommen hast, dann kriegst du blau mit weißen Mölchen. Ja, ein Mädchen dann rosa. Das war schon bei meiner Oma. Anis, das ist ganz lang, macht das. Und ihr seid, also wenn jetzt ein Kind geboren ist oder nachmittags beim Tee oder überhaupt mit den Nachbarn, weil es so eng ist. Die Treppen sind doch so steil in den Häusern. Ja, wenn man da betrunken ist. Nein, also es wird auch viel gesungen. Ja. Aber was ist das? Also, Aber was ist das jetzt? Anna Minda Gomez, wenn du schon mal da bist, magst du nicht ein Lied anstimmen? Na sicher, aber du müsst ihr mitsingen. Ja, wir singen mit. Wir singen mit. Das ist ein Song, das kennt jeder. Außer Quinten. Außer Quinten. Naja, ich bin ja kein echter Holländer. Halbwegs, halbwegs. Nach heute bist du Holländer. Genau, mit den ganzen Informationen schon. Ja. Genau. Ja, sind wir soweit? Ja. Gut. Als de lente komt, dan stuur ik jou Tilburg naar Amsterdam. Als
aus der Lente kommt, pflück ich vor jou. Droben uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan geef ik jou. Droben uit Amsterdam. Duizend rode, duizend gele. De allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Kom op, Pinter. Zeggen droben uit Amsterdam. Ich mehr Holland stimmt nicht, ja? Mehr Holland ja. Überhaupt nicht. Großartig. Und ich meine, König und Königin, wir haben es gerade kurz mal erwähnt, die sind ja auch so lustig. Ja. Also, ich, nein, ich sag dir was, ich bin eine kleine Monarchistin, ich liebe die Adelshäuser. Aber der König und der Königin sind wirklich sehr sympathisch. Die waren hier. Du schaust ein bisschen aus wie die Maxima. Na, die Haare, die Haarfarbe und so. Nein, na, ja, sie ist schon sehr hübsch, gell, die Königin. Na, ja, du ja auch. Ich habe ihr, ihr begegnen dürfen, in 2022 war sie hier in Österreich, in Wien. Und sie sind so sympathisch. Ich habe sprechen dürfen mit der Willem-Alexander. Und Prinz, mein Mann war auch dabei und die hat einfach auch gerufen, hey Willem, weil er hat gerne ein Foto machen wollen. Aber er hat einfach umgeschaut und gesagt, ja natürlich, weißt du, es ist wirklich, die sind so lieb, wirklich sehr, sehr unter das Volk eigentlich so zum sagen. Gell? Und das macht die so sympathisch. Und, ja, es ist nicht immer so von Herr König oder Frau Königin oder dann, ja, wie im Publikum, dann wird es, ja, so wie sie sagt, wem, oder es ist König Willem-Alexander und Königin Maxima. Yeah. Aber trotzdem, wir reden auch so manchmal von, oh, Maxima, sie geht in die Schule, oder Maxima, sie hat die Jeans an, oder Wimmy hat. Entschuldigung, König Willem-Alexander. Ja. Ja. Aber dann ist es so locker, von, wir reden von, ah ja, Wimmy, oder hat so, das ist der König. Und so sind die auch. Und sie, die Maxima, ist ja eigentlich Argentinierin und die kann fließend Holländisch. Ja, das muss man mal lernen. Mittlerweile. Das ist auch ganz schnell gemacht. Aber es ist schon so, dass die Kultur eigentlich so ist, dass der König auch am Fahrrad fährt und zum Beispiel auch der Bundeskanzler. Ja. Gell? Ja. Die kommen im Fahrrad zu seiner Arbeit. Ohne Security. Ich muss noch was fragen. Sinterklaas. Ja. Kinden. Für mich war das immer das Highlight, weil das ist, also in unserer Familie und auch im Bekanntenkreis war das immer die Veranstaltung oder das Highlight, wo du die besten und die größten Geschenke auch bekommen hast. Genau. Also das war irgendwie, nicht zu Weihnachten. Wir haben Weihnachten auch gefeiert natürlich, aber nicht so halb so. Weil Sinterklaas war ein ganzes Spektakel, weil es fängt ja eigentlich mit der Intocht an von Sinterklaas. Der kommt ja eigentlich, ich glaube, drei Wochen vor. Mitte November kommt er aus Spanien. Aus Spanien, laut Geschichte, kommt er aus Spanien mit seinem Pakjesboot. Der Pakjesboot ist ein Geschenkeboot. Und weil es halt so viele Gewässer gibt in den Niederlanden, wird das auch in viele Städte, Dörfer und so weiter auch wirklich so gefeiert, dass da tatsächlich ein Boot kommt. Die haben es das dann so Geschenke und Verzierungen und so haben die dann montiert. Und da kommt dann Sinterklaas, der steht dann oben und winkt. Und seine Helferlein, also der Zwarte Piet, sind Piet dann auch mit. Piet. Ja, ich sag noch immer Zwarte Piet, weil für mich ist es Zwarte Piet. Zwarte Piet, genau. Aber es ist im Endeffekt, kommt er dann und dann kommt er dort an und dann steigt er runter vom Pakjesboot auf sein weißes Pferd, also auf seinen Schimmel. Und dann gehen diese Parade durch den ganzen Dorf und also die Zwarte Piet, die werfen dann Papermünze, das sind Papernote. Papernote, das sind Papermünze. Es ist ja kein, weil es sind keine Pfefferminze, sondern. Nein, es sind. Spekulatius. Ja. Die werden extra gemacht und die schmeißen das dahin und die Kinder rennen hinterher und sammeln das. Und wenn du nicht brav bist, dann kriegst du halt. Kriegst nichts. Ja. Dann machen wir dann solche. Genau. Du bist. Und wieso nimmst du immer Käse mit? Schmeckt der Käse wirklich? Weil
Ich meine, der Kaffee in Italien schmeckt anders, die Tomaten auch. Da verhält es sich so wie mit dem Käse aus Holland, ne? Sicher. Ich kann es nicht sagen, aber was wir als Käse bezeichnen, ist so wie zum Beispiel Champagner in Frankreich. Wir haben das mit der Stadt, wo die Käse herkommt. Ja. Die haben es auch probiert, die haben gesagt, wir wollen gerne, dass Gouda nur Gouda ist, wenn es aus Gouda kommt. Das ist aber noch nie gelungen, deswegen dürfen alle, wir haben hier im Supermarkt haben wir auch diese Käsescheiben, da steht Gouda drauf, das hat nichts mit Gouda zu tun, es tut mir leid. Aber ich hätte gern gewusst, warum ist Orange eure Farbe? Das ist die Königshaus. Farbe die Königshaus. Von der Königin. Einfach nur Oranje. Oranje. Deswegen ist das genau. Gut. Der Familienname ist Orange. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, super. Wegen ein Grundstück in Frankreich, Orange. Ja. Ja. Woher die kommen. Aber mit Königstag gehen wir so gekleidet, aber auch, wenn zum Beispiel Fußball gespielt genau, wird. Alles orange. Alles orange. Und Autorennen. Alles orange. Und auch in Max Verstappen. Max Verstappen. Genau. Und alles in der Orange. Wird alles orangefärbig gemacht. Voll schön. Ja. Ist auch eine heilige Farbe, ne? Es ist so eine, diese also nach dem Krieg, schauen Sie mal im Internet, nach dem Krieg war auf einmal überall orange und sie haben es überall versteckt gehabt, am Dachboden überall. Und auf einmal war die ganze Straße orange nach dem Krieg. Weil jetzt kommt unsere Königin wieder. Es gibt auch so Competition, die beste Straße von Holland, meist orange angekleidet. Das war sehr oft in Den Haag. Genau, ja. Ihr Lieben, ich möchte mich bei euch bedanken für die Zeit. Es war wirklich, wirklich lustig mit euch. Also sowas Erfrischendes. Und es gibt da ein bekanntes niederländisches Motto. Liebe Anna Milva Gomez, darf ich dich bitten? Ja. Du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich glaube schon. Dass du es aufs Niederländisch sagst? Ich glaube schon. Du mal lecker normal, dann du ja gek genug. Okay, und ich übersetze jetzt das für die Welt. Benimm dich normal, das ist schon verrückt genug. Genau. Ja, Papa. Genau. Haben auch Sie ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt? Rufen Sie an. Meine Redaktion ist für Sie da.